Hallo, ich bin Joran Moos-Meerholz und in diesem Video wollte ich eigentlich vorstellen, was es mit der Eigentlichkeit der Technik auf sich hat. Dafür hatte ich mir eine ausgefeilte Präsentationstechnik ausgedacht, um meine Aussagen zu unterstützen. Das hätte eigentlich ganz einfach funktionieren sollen. Eigentlich. Machen wir heute das Video mit der Präsentation? Ja, das Video heißt Die Eigentlichkeit der Technik und ich muss nur noch den Beamer ins Laufen kriegen. Das klappt bisher irgendwie nicht. Das ist der neue Beamer. Der erkennt den Anschluss automatisch. Du musst eigentlich nur das Kabel verbinden. Ja, nur das Kabel verbinden eigentlich. Doch kein Beamer. Das hat ja nicht funktioniert, aber ich drucke mir jetzt einfach meine Folien auf Papier aus und dann halte ich sie einfach immer so in die Kamera. Mit dem A3-Drucker? Ja, ich meine, wozu hat man einen A3-Drucker? Das Problem ist nur, dass der das irgendwie immer automatisch dreht und abschneidet. Hast du automatische Ausrichtung und Papierfach 2 ausgewählt? Ja, habe ich. Schon 8-mal. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja, es müsste funktionieren. Eigentlich. Doch keine Ausdrucke? Nee, das hat ja auch nicht funktioniert. Ich zeige jetzt halt die Folien einfach auf dem Tablet so in die Kamera, aber im Moment kriege ich sie nicht vom Rechner aufs Tablet überspielt. Du kannst Bluetooth nutzen. Das weiß ich, aber im Moment erkennt der Rechner das Gerät gar nicht. Du bist doch mit demselben Account angemeldet. Dann müsste er das eigentlich sofort erkennen. Müsste er sofort erkennen? Eigentlich. Was wird das denn jetzt? Habe ich mir in der Schule nebenan geliehen. Das ist meine Präsentationstechnik, die nicht nur eigentlich funktioniert, sondern auch uneigentlich. Ich bin gespannt. Zu Recht. Die Eigentlichkeit der Technik. Genau, das ist mein Vortrag. Es geht darum, dass Technik eigentlich ganz einfach funktionieren soll, aber in der Praxis sieht es uneigentlich dann oft ganz anders aus. Joran, ich glaube, das ist auch ohne Präsentation klar geworden. Das mag sein. Ups. Ist die Glühbirne durchgebrannt? Sollte die nicht eigentlich 50 Stunden halten? 50 Stunden? Eigentlich.